An alle Polizisten, hört mir 2 Minuten zu. Was geht in euren Köpfen vor bei dem, was ihr gerade tut? Das hat nichts mit eurem Job zu tun, den Schwur aufs Grundgesetz. Schau ich dabei zu, zerbricht mein Herz, als wird ein Hund verletzt. Ihr habt geschworen, dem Volk zu dienen und nicht es zu verbiegen. Für politische Interessen es unsittlich zu bekriegen. Doch das ist, was gerade passiert. Ja, ihr folgt nur Befehlen, doch ihr werdet staatlich kastriert und bezahlt mit eurer Seele. Ich erzähle, was Sinn macht, wenn ihr zuhört und denkt. Macht euch doch einfach mal bewusst, wem ihr gehört, wer euch lenkt. Berlin, August 2020, 1000 Nazis am Marschieren. Ihr wisst genau, dass das nicht stimmt, die Stadt. Medien fantasieren. Ein Tag später dann die Antifa. Ihr kriegt schwer auf die Fresse. Und die Presse schreibt das zwar auf dieser Querdenkermesse. Sie behandeln euch wie Dreck, als hirnlose Eunuchen. Abends Ausgangssperre, tagsüber auf Maskenmuffelsuche. Ich könnt fluchen, versuche mich bewusst zurückzuhalten. Doch ihr degradiert und prügelt sogar Kinder, Frauen und Alte. Was ist los mit euch? Fehlen euch Rückgrat und Eier, dient als Nutten dem Regime und das zerpflückt euch wie Freier. Wie geht's weiter? Schnell, denn bald ist eure Zeit vorbei. Es kommt der Punkt, an dem es selbst im kleinen deutschen Michel reicht. Dann brennt die Straße, Bürgerkrieg, ihr gegen das Volk. Guckt, was anderswo geschieht. Ist das wirklich, was ihr wollt? Setzt die Helme ab, legt die Waffen nieder, remonstriert und bekriegt nicht mehr die, die auch für euch demonstrieren. Für die Freiheit und vor allem auch die Zukunft eurer Kinder. Es liegt jetzt in eurer Hand, noch das Schlimmste zu verhindern. Also schaltet euer Hirn ein, findet eure Menschlichkeit. Die Menschheit ist bereit, euch zu verzeihen, sobald ihr Menschen seid. Die Grenze scheint unüberwindbar, so handelt schnell. Scheiß aufs Geld und seid kein Teil dieses Wandels unserer Welt.